Ja, hallo. Heute ist Montag, der 18. Mai. Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau hier in Stegen. Und ich möchte euch heute ein Märchen aus Schottland erzählen, ein altes Märchen aus Schottland. Ein Märchen, das ihr im Grunde alle kennt. Und doch kennt ihr es nicht. Weil das, was ihr kennt, was ähnlich ist, läuft doch völlig anders. Aber schon nach wenigen Sätzen werdet ihr erkennen, welches Märchen ich meine, das ihr kennt. Nun, das alte schottische Märchen erzählt von einem König und er hatte eine Frau, die hieß Silberbaum und eine Tochter, die hieß Goldbaum. Und an einem Tag von allen Tagen, da ging Silberbaum zusammen mit ihrer Tochter Goldbaum zu einem Talgrund, zu einem Quellteich. Und in dem Quellteich, da schwamm eine Forelle. Und Silberbaum neigte sich zum Wasser und fragte: Forelle, liebes kleines Fischlein in der Quelle, bin ich nicht die schönste Königin auf der ganzen Welt? Wisst ihr, welches Märchen ähnlich ist? Genau, Schneewittchen. Bin ich nicht die schönste Königin auf der ganzen Welt? Und die Forelle antwortete: Nein, das bist du nicht. Nicht? Ja, wer denn ist es dann? Deine Tochter Goldbaum ist viel schöner als du. Das ärgerte Silberbaum, das zu hören. Aber sie bezwang ihren Zorn, sie verbarg ihn. Sie kehrte zurück ins Schloss und legte sich ins Bett und war krank. Und ihr Mann, der König, kam und fragte: Meine geliebte Frau, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Irgendetwas, was dir helfen kann? Ja, stöhnte Silberbaum, es gibt ein einziges Mittel. Und wenn du mich wirklich liebst, so wirst du nicht zögern, es mir zu geben. Ja, was denn, was denn? Ich müsste nur Herz und Leber unserer Tochter Goldbaum zu essen bekommen, dann wäre ich gesund. Der König runzelte die Stirn. Er verließ den Raum, er schickte einen Jäger in den Wald, um einen Rehbock zu schießen, und seine Tochter Goldbaum, die verheiratete er mit einem Prinzen, mit dem sie schon lange verlobt war und der weit fortlebte, weit entfernt, jenseits des Meeres. Herz und Leber des Rehbocks wurden für Silberbaum zubereitet. Und sie aß sie und sprang aus dem Bett und war gesund. Und nach einer Zeit, da ging sie wieder zu dem Talgrund, zu dem Quellteich. Forelle, liebes kleines Fischlein in der Quelle, bin ich nicht die schönste Königin auf der ganzen Welt? Nein, das bist du nicht. Nicht? Ja, wer denn ist es dann? Deine Tochter Goldbaum, sie ist viel schöner als du. Ja, das war einmal, aber die ist längst tot. Nein, sie lebt und sie ist viel schöner als du. Silberbaum war außer sich vor Zorn. Sie kehrte ins Schloss zurück, aber sie verbarg ihren Ärger. Sie stellte sich ganz traurig. Ach, ich habe solche Sehnsucht nach unserer Tochter Goldbaum. Und so ging sie zu ihrem Mann. Ach, wie töricht es doch von mir war, damals diesen Wunsch zu äußern. Ach, meine geliebte Goldbaum. Ach, wenn ich sie doch nur wiedersehen könnte. Der König, der antwortete: Beruhige dich, beruhige dich. Du meinst doch nicht im Ernst, dass ich
unsere Tochter getötet und dir Herz und Leber von ihr zu essen gegeben hätte. Nein, ich wusste doch, wie es kommen würde. Was du damals gegessen hast, waren Herz und Leber eines Rehbocks, und unserer Tochter geht es gut. Sie ist verheiratet mit einem Prinzen jenseits des Meeres. Ich bin ja so glücklich, das zu hören. Gib mir ein Schiff. Ich will sie besuchen. Ich habe solche Sehnsucht nach ihr. Und der König gab ihr ein Schiff. Und Silberbaum stellte sich selber ans Steuer. Und sie steuerte so geschickt, dass das Schiff nach wenigen Tagen das ferne Land erreichte. Goldbaum stand am Fenster, allein. Sie sah hinaus aufs Meer, sah das Schiff mit dem Banner ihres Vaters, erkannte ihre Mutter am Steuer und begriff, weshalb die kam. Ihr Mann, der Prinz, war auf der Jagd. Wer sollte sie schützen? Wer sollte ihr helfen? Sie lief in eine innere Kammer des Schlosses, schloss sich dort ein und legte sich ins Bett. Silberbaum, als das Schiff das Ufer erreichte, ging sie zum Schloss und rief, durch jeden Saal gehend, durch jeden Raum: Goldbaum, Goldbaum, meine geliebte Tochter, wo bist du? Deine Mutter ist gekommen, dich zu besuchen, Goldbaum. Endlich kam sie zu der inneren Kammer, die verschlossen war. Goldbaum, bist du da drin? Ja, ich bin krank. Ich kann nicht herauskommen. Ach, wie tut mir das doch leid. Ach, könntest du denn nicht deinen kleinen Finger durchs Schlüsselloch stecken, damit ich ein klein wenig von dir sehe und mich daran erfreue, da ich doch schon so weit gefahren bin, um dich zu sehen? Und Goldbaum steckte ihren kleinen Finger durchs Schlüsselloch. Na, ihr fragt euch vielleicht, wie das geht. Mit den heutigen Schlüssellöchern geht das schwer, aber früher waren die Schlüssellöcher viel größer, da konnte man gut den kleinen Finger durchstecken. Und als Goldbaum ihren kleinen Finger durch das Schlüsselloch steckte, nahm Silberbaum eine winzig kleine, vergiftete Zaubernadel, stach er damit in den kleinen Finger, und Goldbaum fiel zu Boden und lag leblos da, wie tot. Silberbaum fuhr heim. Am Abend kam der Prinz zurück. Er suchte seine geliebte Frau, Goldbaum. Endlich fand er sie in der Kammer. Er hatte einen Schlüssel dafür noch, und da lag sie nun leblos, tot. Aber so als wäre sie gerade eingeschlafen. Er war bestürzt, er bettete sie auf ein Lager, er schmückte sie mit Rosen, er saß bei ihr, er weinte. Und so ging es nun Tag für Tag. Und sie veränderte sich nicht. Und solange sie so blieb, wollte er sie nicht begraben. So ging es Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, lange Zeit. Und irgendwann, da heiratete der Prinz eine zweite Frau. Und zu seiner zweiten Frau sagte er: Du musst wissen, ich war schon einmal verheiratet, bevor ich dich jetzt geheiratet habe. Und meine Frau, meine erste, Goldbaum, sie ist plötzlich gestorben. Aber sie ist noch so, als wäre sie gerade eingeschlafen, und deshalb habe ich sie noch nicht begraben. Sie liegt in der und der Kammer. Du kannst hier im Schloss dir alles ansehen. Nur bitte ich dich, diese eine Kammer nicht zu betreten. Die sei mir vorbehalten. Und dann ritt der Prinz auf die Jagd, wie er es nun manchmal wieder tat. Die zweite Frau aber ging durch das große Schloss von Saal zu Saal, und schließlich betrat sie auch die Kammer, in der Goldbaum auf ihrem Lager lag, leblos. Die zweite Frau setzte sich zu ihr. Goldbaum war so schön.
als wäre sie eingeschlafen. Die zweite Frau streichelte ihr über die Haare und über die Arme und über die Hände. Und da spürte sie etwas im kleinen Finger. Sie bekam die Zaubernadel zu fassen und zog sie heraus. Und in dem Augenblick kam wieder Leben in Goldbaum. Sie begann zu atmen. Ihre Wangen röteten sich. Sie öffnete die Augen und schaute die zweite Frau erstaunt an. Und die erzählte ihr alles, was geschehen war. Und Goldbaum erzählte ihr, was sie wusste. Und am Abend, als der Prinz heimkam von der Jagd, traurig und betrübt wie immer, seit Goldbaum gestorben war, da empfing ihn die zweite Frau und sie sagte, komm, komm, ich zeig dir etwas, das bringt dir das Lachen wieder. Das ist sehr freundlich von dir. Aber es wird noch einige Zeit brauchen, bis ich wieder lachen kann. Seit Goldbaums Tod habe ich nie mehr gelacht. Komm, komm! Und die zweite Frau führte den Prinzen in die Kammer und da saß Goldbaum auf dem Bett und strahlte ihn an, ja, und da lachte der Prinz aus ganzem Herzen und setzte sich zu ihr und die beiden umarmten sich und die zweite Frau stand dabei und sagte, also sie war deine Frau vor mir und ich lasse euch jetzt. Nein, riefen sie alle beide, nein, du musst bei uns bleiben, du hast uns zusammengebracht. Und so blieben sie zu dritt. Nun, nach einer Zeit, da ging Silberbaum zu dem Talgrund, zu dem Quellteich. Forelle, liebes kleines Fischlein in der Quelle, bin ich nicht die schönste Königin auf der ganzen Welt? Nein, das bist du nicht. Nicht? Ja, wer denn ist es dann? Deine Tochter Goldbaum. Ja, das war einmal. Die ist aber längst tot und begraben. Oh nein, sie lebt und ist viel schöner als du. Als Silberbaum das hörte, da meinte sie zu zerspringen vor Zorn. Aber sie bezwang ihren Ärger. Sie verbarg ihn, sie kehrte zurück ins Schloss und stellte sich wieder ganz, ganz traurig. Ich habe solche Sehnsucht nach unserer Tochter Goldbaum. Ich, bitte gib mir wieder ein Schiff, damit ich sie besuchen kann. Und der König gab ihr ein Schiff. Und Silberbaum stellte sich wieder selber an Steuer. Und sie steuerte so geschickt, dass das Schiff nach wenigen Tagen das ferne Land erreichte. Goldbaum stand am Fenster, neben ihr die zweite Frau. Sie blickten hinaus aufs Meer. Goldbaum sah das Schiff mit dem Banner ihres Vaters. Er kannte ihre Mutter am Steuer. »Sie kommt, um mich zu töten«, sagte sie. »Wer soll mich schützen?« »Der Prinz war wieder auf der Jagd. Wer soll mich schützen? Wo kann ich mich verbergen?« »Du brauchst dich gar nicht verbergen«, meinte die zweite Frau. »Wir gehen deiner Mutter entgegen.« Und die beiden gingen Hand in Hand zum Strand. Sie sahen, wie das Schiff das Ufer erreichte. Silberbaum sprang heraus, sprang an Land, hatte in der Hand einen silbernen Becher. Silbern, nicht gläsern, silbern. Einen silbernen Becher. Und sie eilte auf Goldbaum zu. Goldbaum, meine geliebte Tochter, komm in die Arme deiner Mutter. Nimm von deiner Mutter diesen Trunk hier zum Willkommen. Goldbaum wollte schon den silbernen Becher ergreifen, aber da trat die zweite Frau dazwischen und sagte, einen Augenblick, in unserem Land ist es Sitte, dass wenn jemand einen solchen Trunk zum Willkommen bringt,
dann muss zuerst er oder sie selber einen Schluck davon nehmen. Und ob Silberbaum wollte oder nicht, sie nötigte sie, einen Schluck aus dem silbernen Becher zu trinken. Und sogleich sank Silberbaum tot zu Boden, getötet von dem starken Gift, das sie in den Becher getan hatte. Goldbaum aber und die zweite Frau und der Prinz, die haben noch viele Jahre glücklich und zufrieden miteinander gelebt. Ja, soweit dieses alte schottische Märchen, und ich werde oft gefragt, ja, ist das wirklich alt? Ja, es ist alt. Ich habe es mir nicht ausgedacht, es ist so alt. Und wie geht das denn Zusammenleben zu dritt? Nun, in manchen Kulturen geht das, aber wir müssen gar nicht weit in die Ferne schweifen. Wenn wir Goldbaum und die zweite Frau, wie Teile von einem Menschen betrachten, dann verkörpert die zweite Frau all vieles von dem, was Goldbaum fehlt. Goldbaum, die ist so brav, die steckt den Finger durchs Schlüsselloch, die macht, was man ihr sagt, die ist auch bereit, den silbernen Becher zu trinken. Die zweite Frau nicht, die ist nicht brav. Nein, die geht in die Kammer, die der Prinz nicht wollte, dass sie betritt. Sie tritt Silberbaum entgegen. Sie verkörpert diese Fähigkeit, sich zu wehren. Und die braucht ein Mensch, um glücklich leben zu können. Ja, die brauchen wir, um glücklich leben zu können, dass wir uns angemessen für uns einsetzen und wehren können, dort, wo es nötig ist. Ja, so ein schöner Tag heute, und es ist ja auch immer mehr möglich mittlerweile. Das nächste Märchen kommt dann vermutlich am Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch ganz gute Zeit und sag auf Wiedersehen.